eben gerade hier schon den Ballenanhänger angehangen, wie ihr seht. Den will ich nämlich jetzt gleich an meine Außenscheune hinbringen. Die Scheune ist so ein bisschen außerhalb vom Dorf, deswegen. Und ja, den will ich aus dem Grund dahin bringen, weil ich einfach hier in der Halle Platz brauche. Denn ich will nämlich hier die Tage mal aufräumen, da heißt das ganze Holz klein schneiden und spalten, was jetzt da alles liegt. Und ja, dafür brauche ich halt Platz und deswegen stelle ich den jetzt erstmal dahin. Ja, danach will ich dann endlich mal die Radgewichte ranbauen, weil die liegen ja auch schon jetzt seit einem Jahr da unten in der Scheune und warten darauf, endlich mal angebaut zu werden. Deswegen, das will ich danach dann gleich machen, so dass die halt auch jetzt endlich mal an den Fendt kommen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn das Rad ab ist. Ja, so ein bisschen Dreck sammelt sich ja hier auch an. Das mache ich halt jetzt gleich alles so ein bisschen sauber hier. Und ja, dann kommen jetzt hier gleich die Radgewichte rein, die werden dann schon mal festgeschraubt. Ja, und dann kommt dann sicher eigentlich auch das ganze Rad wieder dran. Das war's dann eigentlich. Wie gesagt, große Arbeit ist es dann sicherlich nicht. Zuerst ist dann halt wieder den Reifen halt wieder hochzubuchten, ne? Aber ich denke mal, das kriege ich auch schon irgendwie hin. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus mit Radgewichten. Also ich habe jetzt eben gerade eine Probefahrt gemacht. So vom Fahren her merkst du an sich gar nicht, dass jetzt der hinten schwerer ist. Ja, sieht auf jeden Fall auch echt gut aus, finde ich. Halt wie gesagt, das sind halt auch keine Originalen, das sind halt Nachbau-Radgewichte. Weil die Originalen, die werden hier, die Schrauben, die werden halt in die
Radgewichte so eingefräst. Also heißt, dass die halt nicht so hervorstehen, die Schrauben. Jo, das wären sicherlich so die einzigen Unterschiede zwischen Nachbau und Original. Gut, die Originalen, die sehen doch nochmal anders da aus ein bisschen. Aber an sich eigentlich, die Nachbau sind ja an sich eigentlich genauso gut oder erfüllen an sich den gleichen Zweck wie auch die originalen Radgewichte, von daher. Und die Nachbau, die waren halt schon übelst teuer und die Originalen sind halt noch teurer. Also das ist echt übel, was die für so ein bisschen Metalle haben wollen halt, ne? Na gut. Aber wie gesagt, so gefällt mir an sich eigentlich die Optik jetzt mit den Radgewichten ja echt gut. Also das sieht schon echt hübsch aus. Jo. Gut, zudem bin ich jetzt auch mal hier oben bei meinen Wiesen und guck mir das jetzt gerade mal an hier, weil ist jetzt 3 Wochen her, wo ich die gemäht habe und bis jetzt sieht es an sich echt mau aus, was hier drauf steht, weil es halt einfach im Moment zu trocken ist. Es hatte nach dem Pressen hat es 20 mm gegeben, danach die 2 Tage. Ja, und dann an sich eigentlich war dann wieder eine ganze Zeit lang trocken. Dann hat es mal wieder so zwischendurch mal wieder 5 mm gegeben. Gestern hat es wieder mal so ein bisschen getröpfelt. Also was heißt getröpfelt? Es hatte so eine halbe Stunde bis Stunde so ein bisschen geregnet halt. Aber das war auch an sich eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das hat auch nicht wirklich was gebracht. Und jetzt hier sieht die Wiese ist halt komplett braun. Also sie ist halt schon ganz schön verbrannt von der Trockenheit her. Ja, das ist deswegen glaube ich auch nicht großartig, dass wir hier einen guten zweiten Schnitt erlangen. Also einen zweiten Schnitt wird es schon geben, aber ertragsmäßig glaube ich, dass da nicht so viel kommen wird. Wie gesagt, hier hinten sieht zwar ganz gut grün aus, aber hier vorne die Ecke, wenn man sich das mal anguckt, hier vorne die Ecke ist ja fast komplett verbrannt. Also ja, deswegen. Naja, wir werden sehen auf jeden Fall, was dann beim zweiten Schnitt bei rumkommt. Gut, dann würde ich sagen, das war es erstmal wieder für das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ja, und dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.